Fenster. Anfang 2017 finden in der Steiermark die Winterspiele der Special Olympics statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, nicht nur bei den Organisatoren, sondern auch bei den Athleten und ihren Betreuern. In unserer Serie Für uns besuchen wir jetzt die Stocksportler in Seiersberg. Stocksporttraining beim SV Alte Maut in Seiersberg. Dienstagabend ist ein besonderes Training. Wenn das Team von Special Olympics in der Halle ist, spürt man von Beginn an die besondere Herzlichkeit und eine eigene Vertrautheit, die Trainer Peter Egartner und seine Kollegen über Jahre aufgebaut haben. Besonders stolz präsentieren uns die Sportler ihre bisher gewonnenen Medaillen. Ich bin sowieso stolz auf meine Buben, weil so gut wie heuer haben schon lange nicht abgeschnitten. Ich bin wirklich stolz. Gell, war gut, oder? Ja, kein Beinball. Komm her. Und jetzt geht's mal trainieren, oder? Jetzt gehen wir trainieren. Trainieren, ja. Vor 22 Jahren hat Peter Egartner, der mittlerweile in Pension ist, begonnen, diese besonderen Menschen in den Sportverein zu holen, um auch ihnen den Zugang zum Sport zu ermöglichen. Ich bin am Land aufgewachsen und dort ein Behindertenheim gegeben. Und Land vor 30, 40 Jahren war halt das, waren die Behinderten die Gezeichneten. Und ich kenne auch, wie es geheißen hat, sperrt die Türen zu, die Gezeichneten kommen. Ne? Und irgendwas im Leben, ich habe so viel Glück, habe immer ein bisschen was zurückgegeben. Anfangs war es schwierig. Im Verein gab es Widerstände. Dennoch hat er ein erfolgreiches Trainerteam und eine eingespielte Mannschaft aufgebaut. Einige sind schon seit 2 Jahrzehnten im Team. Nicht das Siegen steht im Vordergrund, sondern das Miteinander. Der Behinderte freut sich über jeden Schuss, er freut sich über den Sport, er freut sich über seinen Kollegen, egal was der macht. Und die Kameradschaft, das ist gewaltig. Ne? Der Trainer motiviert, er tröstet. Super, super. Und freut sich mit den Sportlern mit. Sie geben mehr, was wir ihnen geben. Sie geben mehr zurück, als was wir ihnen geben können. Ne? Der kommt sich 100-mal bedanken. Peter Egartner will noch lange weitermachen und hofft auf bessere Rahmenbedingungen für den Behindertensport. Dass das so weitergeht, wie es jetzt ist. Ne? Und dass wir in Zukunft die Freistellungen kriegen für die Behinderten. Und auch für die Betreuer. Ne? Wenn nach dem Training die Mannschaft für die bevorstehenden Special Olympics Pre-Games zusammengestellt wird, dann ist das Ziel der Sportler klar. Ich würde gerne Goldmedaille gewinnen. Das würde ich schauen, dass ich da Gold oder Silber mache mit Mannschaft zusammen.